So, da bin ich wieder. Ja, ich habe jetzt ein komplett neues Verzeichnis angelegt für my Test. Heißt also, wir spielen jetzt nicht mehr mit der Dev-Build, sondern mit der aktuellen Version von my Test, die jetzt gerade stabil draußen ist. Und ich habe für diese Version auch die aktuelle stabile Release von Mindclone runtergeladen. Das ist Version 0.42. Und dann hoffe ich einfach mal, dass das jetzt ein bisschen besser funktioniert. Ich darf das Ganze natürlich nochmal wieder neu einstellen hier. Grafik erweitert. Der Vorteil ist, das gibt es wenigstens noch in Deutsch. Auflösung ist 1680 mal 950, damit wir 16 zu 9 haben. Und Vollbild ist aktiviert. Gut. Okidoki. Dann lokales Spiel, Mindclone neu. Haben wir eine komplett neue Umgebung. Let's play. Stellen. Schaden einschalten. Hosten. Auch wieder als Worker. Gut. Dann gucken wir mal, ob das Ganze jetzt funktioniert. Weil das Problem, was wir in den ersten drei Folgen gesehen haben, ist natürlich mit dem Dev-Build-Spielen, hat halt immer das Problem, Dev-Builds müssen nicht ausgereift sein. Deswegen ist es ja auch ein Dev-Build und kein stabiles Release. Das heißt also, wir hatten halt einfach das Pech, dass die Version, mit denen wir im Moment gerade hatten, halt instabil war. So, jetzt gucken wir mal, ob das hier funktioniert. Und wenn ja, können wir uns dann auf unsere erste Mission abbegeben. Ich merke gerade, die Taste hat noch gar nicht richtig eingestellt. Ich sage, jetzt kommt eine komplett neu eingerichtete Sache. Aha. Perfekt. Und wie da, es funktioniert. Gut. Dann heißt das, das hat alles geklappt. Da, Gegenstand, dieser Gegenstand. Lauter Chat. Ändern wir mal auf F12, damit es Doom-like ist. Flugmodus brauchen wir gar nicht. Kann man Sachen auch. Gut, gestern bei Frauen brauchen wir alles gar nicht. Wo ist denn Spezial? So, da siehst du, das ist immer noch aktiv. Speziell gibt es hier gar nicht. Na gut. Speichern. Okay, funktioniert das zumindest wieder. Um unser Kackding ist natürlich wieder aktiv, das muss ich mal ganz kurz rausnehmen. F5, F5, nein, jetzt so. Okay, gut. Dann sollte das Ganze jetzt wieder funktionieren. Und wir dürfen zum weiß nicht wievielten Mal komplett von vorne anfangen. Ist aber soweit kein Problem. Ach du Kacke. Okay. Wir haben unser erstes Holzvorrat. Und mir fällt doch gerade auf, wir haben noch gar kein Bett. Das dürfte relativ schnell relativ scheiße werden. Gut, dann würde ich mal sagen, zuallererst Grundausrüstung, das heißt also das hier.
das hier, dann einmal das hier und das hier. Okay, und jetzt hoffen wir, dass wir ganz schnell ganz viele Schafe finden. Schafe? Okay, also ein Lama hätten wir schon mal. Ich bin aber doch eher offen für Schafe. Na gut, vielleicht haben wir dafür das falsche Gebiet. Weil hier gibt es nur Lama. Geben Lamas auf Wolle? Ich weiß gerade gar nicht, welche Tiere alles Wolle geben. Nein, aber sie geben immerhin Leder. Lama haben Leder? Weiß ich gar nicht. Das sieht auch geil aus. Das sieht aus wie so eine Krone irgendwie, weiß nicht. Schafe, ich hätte gerne Schafe. Schafe, gibt's hier Schafe irgendwie? Schafe, also ich sehe gerade keine Schafe. Also ich hätte gerne ein paar Schafe. Schafe, hallo, Schafe, Schafe. Nein, nur Lama, nur Lama, keine Schafe. Das sieht nicht aus, wie als wenn ich Schafe geben würde. Schnauze. Ja, spring in den Kram. Auch nicht genauso schnell wie ich, das ist unfair. Wie sollen wir die da verfolgen können? Leck mich. Kakao. Schafe. Auch ernsthaft? Jetzt haben wir hier ein Gebiet ohne Schafe. Warum hasst uns eigentlich das Spiel? Was haben wir falsch gemacht? Wir haben auch noch nichts zum Essen. Wir haben genau gar nichts. Außer ein Holzschwert. Ist das deprimierend. Ist das deprimierend, Digga. Wir hatten zwei Dungeon gefunden, ja. Und in jedem waren zwei Kisten. Das ist wieder typisch Ronny. Einmal kriegt er was und aus irgendeinem Grund kriegt er das nicht und dann kriegt er das nie wieder. Ist das behindert. Das war die moderne Art von Lama reiten. Wir brauchen Schafe. Ich meine, Step hat auch schon seine Vorteile. Hier ist relativ flach Gebiet. Wir können also von den Gegnern gut wegrennen. Aber ich habe keine Bock, die ganze Zeit von den Gegnern wegzurennen. Ich hätte deswegen gerne doch ein bisschen. Ich darf sie wirklich erst schlagen, wenn ich genau bei dem bin. Ansonsten rennen sie weg und weil sie genauso schnell rennen wie ich, ist es quasi unmöglich, sie einzufangen. Sie rennt sogar schneller als ich. Ach, leck mich doch. Spring ins Wasser. Stirb. Da unten haben wir schon mal ganz schön viel Bambus. Ob das nun gut ist oder nicht, ich weiß es nicht. Denn daraus kriegt man, glaube ich, Zucker. Hab schon eine Weile kein Mineclone mehr gespielt. Also, sowohl Mineclone als auch mein Test. Was kriegt man bei denen? Okay. Ach so, kriegt man auch nur Leder. Ist ja nett. Das ist so Bullshit. Okay. Wir gehen nochmal zu unserem großen Baum, machen den Baum nieder und dann bauen wir uns erstmal ein Schiff und bereisen die Welt, weil hier gibt's absolut gar nichts. Nichts, was wir irgendwie gebrauchen können. Vor allen Dingen wird es schon wieder dunkel und ich bin gerade am Sterben. Na, hier geht's auch wieder nicht hoch. Doch, hier geht's hoch. Wie ging nur eine Axt? Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie die Axt ging. Ah doch.
So, dann winden wir uns hier mal hoch bei dem Baum. Zumindest können uns hier in dem Baum keine Gegner erwischen, außer vielleicht Skelette mit ihren Fernkampfwaffen. Das wäre zumindest Classic. Und vor allem, da wir auch keine Fackel mehr haben, sehe ich gerade gar nichts. Aber gut, zum Holzhacken sollte es reichen. Ich hoffe nur, dass die Nacht relativ schnell wieder rum ist. Wir haben zumindest erstmal holztechnisch einen relativ guten Start. Ach Gottchen. Na komm. Ich hoffe nur, ich falle hier nirgendwo runter. Weil glaubt mal, das wäre mein Todesurteil. Von der Höhe runterfallen und dann am besten gleich in die Hand von 20 Gegnern. Das wäre nicht nett. Ich mag diese großen Bäume. Die sehen geil aus. Oh, das ist ein Slenderman? Slenderman. Wie heißt ein Slenderman, glaube ich. Oh, und ich habe eine Spinne. Gott, Alter, was gibt's hier für Holz? Ich hätte schon über 50 Holz. Oh, da hinten ist eine Spinne. Ich glaube, hier oder hinten war. Ne, doch, da. Da läuft sie. Haltet sie. Sie hat mein Messer im Rücken. Gott, Alter, kann der Baum auch mal zu Ende sein? Ist ja ganz schön hoch hier. Aber ich glaube, das ist hier langsam die Spitze. Oha. Ja, weiß ich richtig? Ja doch. Der Baum treibt echt auf die Spitze, ganz ehrlich. Weißt du was? Wir setzen das Ding nochmal hin und bauen uns nochmal eine neue. Wow. Nein, das wollte ich jetzt gerade gar nicht. Alter, ich könnte mich schlagen, bis ich blute. Da, bam, 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 danke. God damn it. Soll ich jetzt mal sagen, den Weg nach oben haben wir schon mal geschafft. Das sollte erstmal mit der Folge gewesen sein. Und dann... Ja, würde ich jetzt mal bei mir das Fenster aufmachen, es ist ganz schön warm hier drin, ne? Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao!